Hallo, willkommen bei Mystica TV. Wir leben in einer multidimensionalen Welt. Wir sind verbunden mit geistigen Ebenen des Seins. Und manchmal können wir es fühlen, können spüren. Es gibt aber Menschen, die ganz konkret mit Wesenheiten aus der geistigen Welt kommunizieren können. Das sind Dolmetscherinnen, das sind Vermittlerinnen. Ja, es sind meist Frauen. Und ihr wisst, das ist eines meiner Lieblingsthemen immer wieder auf Mystica. Und so will ich euch auch heute ein Medium vorstellen, eine wirklich ganz großartige Vermittlerin. Und das ist Sandra Lau. Ich grüße dich. Hallo, Thomas. Es freut mich, dass ich hier bin. Ich war gerade eine Sekunde jetzt abwesend, Entschuldigung, weil sich eben auch die geistige Welt mit eingeklinkt hat. Aber vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Dankeschön. Sehr gerne, herzlich willkommen, ich freue mich drauf und bin gespannt. Alles Liebe. Ja, Medialität. Im Vorgespräch habe ich schon gesagt, ich liebe Medien, also erstmal Medien, Film, Fernsehen und Zeitung, aber auch mediale Menschen und so. Und ich habe einfach eine Affinität, weil ich finde, das ist so etwas eigentlich Natürliches. Bei allen wirklich guten medialen Menschen habe ich das Gefühl, für die ist es etwas völlig Normales. Und was mir bei dir so gut gefällt, du bist ein völlig normaler, entspannter, erdiger Mensch, eine sympathische Frau. Aber seit vielen, vielen Jahren gibst du sehr viel Wissen weiter, aus der geistigen Welt, hilfst damit den Menschen und ich finde das großartig, was du machst. Und deswegen freue ich mich, dich jetzt etwas näher kennenzulernen. Ja. Danke, Thomas, für deine Komplimente. Wie du schon sagst, die Medialität ist etwas absolut Natürliches. Mhm. Aber ich bin mit dieser Medialität auch erst seit circa 20 Jahren, habe sie entdeckt, habe sie wahrgenommen, habe sie geschult und trainiert, aber es war im Grunde immer schon da. Mhm. Entwickelt hat sich das Ganze vor, ja, wie schon gesagt, circa 20 Jahren. Davor hatte ich ein jetzt glücklicherweise massives Alkoholproblem, was im Grunde viele Menschen haben, die sensitiv sind. Die haben einfach irgendwelche Wahrnehmungen, mit denen sie nicht klarkommen. So mit 31 war es dann bei mir so stark vorhanden, dass ich das unbedingt verändern wollte. Habe dann eine Therapie gemacht und in dieser Zeit meinen jetzigen zweiten Mann kennengelernt, mit dem ich jetzt auch 20 Jahre zusammen bin, wie die Zeit vergeht. Ja. Aber er hat mich auf diesen Weg gebracht, weil bei den Frauen ist es meist umgekehrt, oder? Richtig, ja, richtig. Und er hat mir Bücher zu lesen gegeben, er hat mich in diesen Bereich ein bisschen reingeschubst. Mhm. Und ja, durch eine gewisse Disziplin wurde das Ganze dann über die Jahre jetzt verstärkt. Mhm. Interessant. Und ist es trotzdem so, dass du vielleicht als Kind schon hier und da Ahnungen hattest, Wahrnehmungen oder einfach gar nicht? Würdest du sagen, es war ein ganz normales Leben und es kam wirklich erst später? Oder gab es hier und da schon kleine Glimpses oder Botschaften irgendwie, die man vielleicht nur noch nicht als solche gedeutet hat? Viele Menschen sagen, sie haben das schon von Kindheit an. Ja. Bei mir war das nicht so, aber es hat mich immer interessiert, immer fasziniert. Mhm. Ich habe gemerkt, dass ich wohl mit Tieren sehr gut kann, aber die eigentliche Medialität kam, wie gesagt, erst so mit 31 bei mir so richtig zum Vorschein. Aber interessiert hat es mich immer, das schon. Ja, das ist so spannend, weil der Lebenslauf eines jeden Menschen, jedes Mediums ist ja völlig anders. Ja? Bei manchen beginnt es erst ab dem Alter von 40 und so. Ja? Und plötzlich öffnet sich da unglaublich was. Und was du auch sagst, das ist auch fast schon typisch, dass viele Menschen, die dann auf den spirituellen Weg sich begeben, erstmal eine grobe Krise, eine richtig intensive Geschichte stattfindet. Und das will erstmal gelöst werden. Ja? Und wahrscheinlich warst du dann erst fähig, medial zu werden. Ne? Wo du sozusagen so, oder habe ich das richtig wiedergegeben? Oder? Genau, und ich glaube auch diese tiefen Krisen oder diese, manchmal erleben die Menschen auch einen Unfall, bringt einem dann dahin, wo, ich sag mal, die Seele einen gerne hätte, oder? Je nachdem. Ja, ja. Und ich finde, das mit dem Alkohol ist halt ein Thema, andere haben anderes. Natürlich. Und das hält einem auch am Boden. Ja. Dass das,
Natürlich gibt es bei mir auch Phasen, wo ich mal irgendwo in Wolke 7 schwebe. Aber das Leben holt mich dann immer wieder auf den Boden zurück. Also die Erdung, die Bodenständigkeit ist für mich sehr, sehr wichtig. Und das macht unter anderem die Lebenserfahrungen, die ich vor der Medialität hatte. Das ist aber schön und das ist wirklich spürbar bei dir. Und in der Tat, ich finde ja auch, ich habe ja auch so meine Krisen hinter mir. Und es macht einen demütig und man hat dadurch noch viel mehr Mitgefühl mit den Menschen. Wenn es einem selber schon so geht, wo man denkt, boah, ich weiß schon so viel und trotzdem, also ich hatte eine Weile wirklich auch in der Corona-Zeit nochmal massiv mit traumatischen alten Geschichten zu tun. Da wirst du nochmal sehr viel dankbarer, wenn du dann wieder mehr deine Aufgabe erkennst und erfüllen und leben darfst. Ja, das ist wohl wirklich so. Und hat dir da sozusagen nach der therapeutischen Arbeit schon sehr bald auch die geistige Welt geholfen, dich und dein Leben noch besser zu verstehen? Ja, das hat dann recht rasch begonnen. Eben durch meinen jetzigen Mann durfte ich das eine oder andere lesen. Und dann das, was ich gelesen habe, wollte ich dann auch, ja, stimmt das? Passiert das wirklich? Und ich muss gerade nachdenken, wie das war damals. Ja, da sind wir gemütlich mit Freunden zusammengesessen. Und dann sah ich plötzlich mit den menschlichen Augen ein Ei. Das war etwas so groß, das war rot und in der Mitte, glaube ich, orange. Und das schwebte so im Raum herum. Und das konnte nur ich und meine Freundin sehen. Also das war für mich ein Beweis, auf diesem Weg bleibst du. Wow. Da gehe ich weiter. Mhm. Ich durfte dann mit den menschlichen Augen wirklich auch noch die einen oder anderen Wesenheiten sehen. Bei mir steht aber mehr das Fühlen und das Hören im Vordergrund. Ich bin nicht so die Hellseherin, aber im Hören bin ich recht gut und im Fühlen, ja, das war ich im Grunde immer schon, die Hellfühlende. Und was waren so die ersten bewegenden Wendepunkte, die dir gezeigt haben, wow, da entsteht jetzt wirklich was Größeres, eine Berufung? Was waren da so? Wiederum etwas gelesen, aber auch, wie ich schon erwähnt habe, ich wollte wissen, wie das funktioniert und ob es auch wirklich klappt. Da durfte ich das erste Mal etwas über das Channeln lesen. Es hat mich immer schon ein bisschen fasziniert und gewisse Medien habe ich bewundert. Und dann durfte ich lesen, wie das funktioniert. Habe mich hingesetzt, habe es gemacht und es hat gleich auf Anhieb geklappt. Dann haben mein Mann und ich wirklich ein ganzes Jahr, hier kommt wieder die Disziplin, geübt, gelernt, um diesen Kanal zu stärken, um auch zu entdecken, was sind gute Wesen und Energien für mich, welche sind weniger passend für mich. Und letztlich auch für die Menschen, denen man es dann ja weitergibt. Ja. Richtig, genau. Weil es gibt ja die, die manipulieren, ganz bewusst. Ja. Und die, die aber auf Herzensebene miteinander kommunizieren und auch durch uns kommunizieren. Das war mir dann wichtig. Und ja, so durfte ich viele Energien und Wesen kennenlernen. Ich wollte immer ein Wesen, wie manche Cryon Channel, andere Erzengel, Michael, das hat bei mir nie funktioniert. Aber es ist doch toll, das heißt, es haben sich viele nach und nach viele gemeldet. Ja, richtig. Ist es so? Wow. Und da durfte ich eben viele kennenlernen und ich habe dann auch mit den Wesen ausgemacht, damit ich sie unterscheiden kann, dass sie sich an einem gewissen Punkt von meinem Körper bemerkbar machen, dass ich weiß, das ist dieses Wesen und das ist jene Energie. Und das hat dann auch funktioniert. Wow. Ich bin einfach ein Mensch, der es gerne wissen mag und ein bisschen Beweise braucht. Ja, hat super geklappt. Funktioniert heute noch. Das heißt, du darfst schon auch immer wieder sagen, wie du es gerne hättest. Ist es dann auch so, dass du den der geistigen Welt sagst, bitte zu dieser und dieser Zeit, weil ich kann jetzt nicht immer offen sein medial. Wie gehst du damit um? Also sozusagen, wie entsteht diese Zusammenarbeit, was ja letztlich eine Zusammenarbeit ist, wie sehr darfst du sagen, was du gerne hättest und wie sehr sagt dir die geistige Welt das? Also es ist eine sehr allgemeine Frage, aber vielleicht hast du da eine Antwort. Ist sehr interessant, weil so hat das im Grunde begonnen. Ich habe einen ganz normalen Beruf ausgeübt, Sekretärin, war im Büro tätig. Damals, einer meiner letzten Bürotätigkeiten war in einer Strafabteilung, in einem Bezirksgericht. Ich habe damals Fotos sortieren müssen von einem Verstorbenen. Und plötzlich stand derjenige neben mir. Also ich habe ihn wahrgenommen, nicht
gesehen. Mhm. Und zu ihm habe ich gesagt, weil ich nicht wusste, was da los ist und wie gehe ich damit um, aus rascher Reaktion heraus, ich habe jetzt keine Zeit, aber nachmittags um 3 bin ich wieder daheim. Ja. Mhm. Und habe dann nicht mehr dran gedacht. Ja, ja. Ja, und der stand dann um 3 wirklich, wow, da. Mhm. Aber pünktlich auch. Und ja, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, also ich kann das wirklich bewusst steuern, mhm, und meinen Alltag ganz normal leben wie jeder andere auch, aber ich kann auch sagen, so um diese Zeit mache ich jetzt ein Channeling oder arbeite mit der geistigen Welt intensiver als sonst. Ja, mhm, das geht. Mhm. Und wahrscheinlich, wenn ich das so richtig empfinde, ist es ja wahrscheinlich so, erstmal in diesem ersten Jahr, wo ihr selber viel erforscht habt, man lernt erstmal selber ganz viel, ne? Wie die geistigen Gesetzmäßigkeiten funktionieren und so ein Grundwissen, wie das alles aufgebaut ist. Weil wahrscheinlich ist es schon auch wichtig, dass du selbst auch dieses Wissen total für dich selbst erstmal erfährst und erlebst und weißt, weil sonst, also ich kann mir vorstellen, sonst ist man ja nur Kanal, aber du bist ja auch Mensch. Du bist selbst auch ein Mensch, der sozusagen dieses Wissen weitergibt, oder? Mhm. Genau, dass man eben das Menschsein nicht vergisst. Ja. Dass man ja das Leben an sich nicht vergisst. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig in meinen Augen. Ja. Und vom Leben an sich lernt man natürlich auch ständig dazu, aber auch von der geistigen Welt. Wenn ich dann Fragen bekomme von anderen Menschen, Mensch, Sandra weiß dann gar nicht, was sage ich jetzt da? Mhm. Oder, und dann bin ich oft verblüfft, was da für Antworten kommen von der geistigen Seite. Es ist auch oft so, dass ich das gar nicht wahrnehme, was die geistige Welt durch mich sagt. Aber wenn ich es hinterher anhöre, sofern man es aufgenommen hat, kann ich auch immer wieder dazu lernen. Ja. Und das Lernen macht mir großen Spaß. Und es ist einfach so schön, deine Stimme dann zu hören. Du hast es manchmal auch unterlegt mit einer sehr sanften Musik. Und es ist so spannend, weil es so, auf der einen Seite weißt du, du machst jetzt wieder ein Video, erzählst ein bisschen was, aber du weißt auch, da kommt wahrscheinlich ein Channeling, aber du lässt dich dann selber auch immer überraschen. Ja? Das finde ich total schön, dieses spontane Offensein, aber schon wissen, da wird schon was kommen, oder? So? Ja, da sprichst du etwas ganz Besonderes an. An das liebe Vertrauen. Ja. Ja. Ich glaube, da haben viele Menschen am Anfang ein Problem oder zweifeln an sich. Mhm. Und da musste ich schon hin und wieder mutig sein und einfach drauf losmachen, im wahrsten Sinne des Wortes. Doch die geistige Welt hat da mal einen Satz zu mir gesagt und der habe ich mir so verinnerlicht. Und sie sagten zu mir, haben wir dich je im Stich gelassen? Und von diesem Zeitpunkt an wusste ich einfach, es kommt immer etwas, mhm, und es ist immer passend. Aber das braucht Zeit, Übung, Mut, mhm, und das Vertrauen wächst dann peu à peu mit. Mhm. Ich habe das Gefühl, die geistige Welt ist ja jetzt auch schon mit uns, bei uns. Und was würdest du sagen, ist so vielleicht die wichtigste Aufgabe oder Botschaft der geistigen Welt für die heutige Zeit? Ich habe das Gefühl, das, was durch dich so kommt, ist wie eine Begleitung auf dem spirituellen Weg für viele, viele Menschen. Und warum ist es heute so hilfreich und wichtig, dass wir mehr der geistigen Welt vertrauen? Das waren jetzt mehrere Fragen, aber ich glaube, du... Ja, vollkommen in Ordnung. Ja. Es ist erstens hilfreich in puncto... Man verliert sich nicht in den Problemen oder Ängsten. Mhm. Man weiß, da ist jemand, der einem immer weiterhilft. Vielleicht sieht man im ersten Moment nicht die Lösung oder die Hilfestellung, aber da ist immer jemand, der einem weiterhilft. Und der geistigen Welt zu vertrauen oder wissen, dass es da noch Wesen gibt, die mehr wissen als ich selbst, hat mir immer geholfen. Mhm. Und die Probleme der heutigen Menschen, so wie ich das sehe, hat im Grunde auch das Vertrauen in sich kennenlernen. Ja. Damit wir einfach nicht zu sehr auf das vertrauen, was von außen auf uns zukommt, mhm, was uns gesagt, mhm, wird, was wir tun sollen oder lassen sollen, was uns dann auch eingesperrt hat im gewissen Sinne die letzte Zeit, dass wir auch sehen, es geht weiter. Ja. Und die geistige Welt zeigt uns immer wieder, dass es geht weiter. Hab, mhm, keine Bedenken. Das richten wir schon. Das geht dann schon in diese und diese Richtung, damit du deinen Weg gehen kannst. Mhm. Wie finden wir mehr Vertrauen? Erstens in uns selbst und auch darin, dass
im Grunde alles gut ist und wird. Weil du weißt selber, heute sind viele Menschen noch in Ängsten und wissen oft nicht, wie es weitergeht. Wie können wir dieses Vertrauen wiederfinden? Mir hat das sehr gut geholfen, die Zeichen der geistigen Welt, dass ich mir wirklich Zeichen senden lasse und auch wenn ich mal ein Zeichen übersehe, die geistige Welt tut das so lange, bis dass du dieses Zeichen dann auch wahrnehmen kannst. Mhm. Und das Vertrauen wachsen lassen, würde ich sagen, in ganz einfachen Schritten, einfach mal schauen, was stört mich in meinem Leben und nicht wie kann ich das verändern, sondern einfach, was stört mich, was hätte ich gerne verändert. Ja. Und die geistige Welt sorgt dann schon, dass du die gewissen Menschen kennenlernst. Kann dann auch manchmal passieren, dass du den Arbeitsplatz verlierst und dass dir dadurch wirklich mal den Boden unter den Füßen weggezogen wird. Aber wie schon vorher gesagt, es geht weiter und hinterher bist du froh, dass dir gekündigt worden ist. Zum Beispiel, zumindest so war das bei mir. Ja. Mhm. Das heißt, feststellen, was stört mich, was blockiert mich, wo habe ich Ängste, wo fühle ich, das ist nicht mehr gut. Punkt eins, aber wahrscheinlich Punkt eins, wirklich auch offen sein und bitten, liebe geistige Welt, bitte helft mir, oder? Unbedingt, genau. Weil sie sind ja immer da, aber sie würden ja nie über unseren Willen hinweg irgendwas manipulieren, sondern sie warten, dass wir darum bitten, oder? Richtig, dass darum bitten, dass um Hilfe bitten. Mhm. Weil auch viele Menschen jetzt in dieser Zeit denken, ja, das kann ich schon alleine oder das muss ich doch bewerkstelligen können. Aber wenn man nicht um Hilfe bittet, dann stehen die wirklich da im wahrsten Sinne des Wortes, Däumchen drehend und sind arbeitslos, in Anführungszeichen. Ja, darum bitten ist etwas ganz Wichtiges. Ja, und wir leben ja jetzt in besonderen Zeiten. Ne? Durch diese Corona-Geschichte haben wir nochmal sehr viel Verengung erlebt, ne? Durch gewisse Maßnahmen, die sicher etwas überzogen waren, sage ich jetzt mal kritisch. aber gerade öffnet sich es ja wieder. Es ist eine Wendezeit. Es ist eine Zeit in eine größere Offenheit, spüre ich. Aber ich weiß auch nicht, manchmal habe ich das Gefühl, das dauert noch ein paar Jahre, bis wir wirklich diese Offenheit erleben. Was ist so dein Empfinden bezüglich der gesellschaftlichen Entwicklung? Wo stehen wir gerade? Ist es ein besonderer Punkt in der Erdgeschichte? Was kommt da aus deinem Empfinden und auch von der geistigen Welt? Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich habe da eine glückliche Position. Mhm. Ich bin so mehr außerhalb der Gesellschaft. Ja. Ich habe mir das zum Glück aneignen dürfen, ein Leben außerhalb der Gesellschaft. Und so darf ich hin und wieder mal etwas mehr sehen. Wenn ich dann geistig bei jemandem reinschaue, der morgens um 8 zur Arbeit geht, um 16, 17 Uhr wieder heim, je nachdem, was er halt gerade macht, wie eng diese Menschen manchmal sind und wie wenig weit die Aura ist. Ja. Und wenn dann aber diese Menschen nur mal in die Richtung schauen, dass es da noch etwas anderes gibt, nur in die Richtung schauen, dann öffnet sich die Aura bei den Menschen und sie fühlen sich gleich mal schon anders. Und die Gesellschaft entwickelt sich, glaube ich, immer mehr in diese Richtung, dass sie einfach mal sich öffnen, die Aura ein bisschen weiter werden lassen. Das machen ja nicht die Menschen an sich, weil ich höre schon die Fragen, ja, wie mache ich das? Das macht im Grunde die Seele. Ja. Wir Menschen müssen die Entscheidung dazu treffen. Die Seele macht dann ganz, ganz viel. Und ich glaube, dass die Gesellschaft in diese Richtung viel, viel mutiger wird, weil sie auch dank Corona eine gewisse Einsperrzeit wahrgenommen haben, das nicht mehr haben wollen und einfach wissen, da gibt es mehr. Es öffnet sich ganz, ganz viel. In welche Richtung und wohin? Ja, lassen wir uns überraschen. Und ich höre jetzt auch die Stimmen, die fragen, okay, Entscheidung, wofür Entscheidung? Was hilft da? Denn wie du schon gesagt hast, dass die Aura aufgeht, das kann man ja normalerweise gar nicht wahrnehmen und es ist, man kann es auch nicht steuern. Aber sie öffnet sich, wenn ich was tue, wieder mehr auf mein Herz höre zum Beispiel. Genau, also die Aura, das nimmt man natürlich nicht wahr, das darf ich geistig sehen, so sehe ich die Entwicklung bei den Menschen. Und wenn man dem Herzensweg vertraut, was wünsche ich mir, wo wäre ich gerne in circa 5 Jahren? So war das bei mir vor circa 20 Jahren, ich habe da auch ein Medium kennengelernt, die
Mentorin von mir, begleitet mich auch schon seit 20 Jahren. Und mir hat so gut gefallen, wie sie ihren Arbeitstag hat, wie sie ihr Leben bewältigt und so weiter. Und das wollte ich auch. Somit habe ich die Entscheidung getroffen. Ja. Ich wäre gerne so wie sie. Wobei Guru oder solche Dinge sollte man jetzt nicht nachgehen. Ja, und du mittlerweile sicher auch deinen eigenen Stil entwickelt richtig, hast und so. Richtig, genau, ja. Das ist noch wichtig, dass du das erwähnst. Und das ist dann eine Entscheidung. Und so kann sich das dann nach und nach entwickeln. Toll. Und bist du jetzt in einer Situation, wo du sagst, wunderbar, so darf es weitergehen? Gibt es weitere Visionen? Weiß ich nicht, plant ihr ein Zentrum? Es gibt ja, man kann ja alles Mögliche sich noch sozusagen erweitern. Ich habe da im Grunde gar keine Ziele. Ich lasse mir das immer gerne zeigen. Sag mir das mal so, ich gehe auf dem Weg, mach einen Schritt und dann schaue ich mal, was entwickelt sich für ein Boden unter meinen Füßen. Und dann gehe ich da so peu à peu, wie auch die Einladung von dir. Das ist einfach ein Schritt in eine Richtung, wo ich schaue, ja, was entwickelt sich dann jetzt da noch weiter. Genau. Ja. Und so finde ich das Leben mega interessant. Ja. Wir haben schon unsere Ziele, wir planen jetzt einen Umzug, also das Irdische. Aber sonst schaue ich mal, was kommt. Schön. Ja, welcome, mal schauen, was sich entwickelt. Auch jetzt schon sehen es ja viele Menschen und das finde ich auch, das liebe ich ja an dieser Arbeit. Aber vielleicht ist es auch genau richtig, so in dieser Zeit so vorzugehen. Weil ich habe ja selber auch gemerkt, gerade vor Corona hatte ich verschiedene Pläne für große Projekte. Hat alles nicht geklappt, weil ich gar nicht voraussehen konnte, wie sehr sich die Zeitqualität verändert hat. Und mittlerweile bin ich auch eher so in, genauso in kleinen Schritten. Ja? So die nächsten kleinen Schritte kann man so nächstes Jahr. Aber ansonsten offen bleiben, sehen, was alles geschieht, was möglich wird und vielleicht ja auch, was für ein Wissen sich dann vermitteln möchte, was wir jetzt noch gar nicht wissen können, oder? Genau, ich weiß nicht, was ich in einem halben Jahr zu wissen habe oder was die geistige Welt oder mein Geistführer mit mir geplant hat. Und mein Geistführer plant im Grunde auch nicht. Er zeigt mir Möglichkeiten. Ja. Sagen wir mal, er zeigt mir drei Möglichkeiten und ich darf entscheiden, in welche Richtung ich gehe, weil ich weiß ja auch nicht, in welcher Verfassung bin ich in einem Monat. Ja, absolut. Und dann sagt mein Geistführer, du, ich hätte dieses und jenes für dich, aber du als Mensch entscheidest. Was ich auch so schön finde bei meiner geistigen Begleitung, sie sagen immer, wir geben dir Hinweise. Aber wir sagen dir nicht, was du tun sollst. Und wir tun es auch nicht an deiner Stelle. Ja, das hätten wir manchmal gern. Genau, weil sie wissen ja nicht, wie ist es für mich als Mensch. Und darum zeigt er mir so und so und jetzt mach du und ich begleite dich dahin. Ja, das finde ich wunderbar. Naja, und das vermittelst du ja als Medium und als spirituelle Wissensvermittlerin auch vielen, vielen anderen Menschen immer wieder. Das ist schon wirklich toll. Was sind denn so vielleicht zwei, drei der zentralen Wesenheiten, mit denen du immer wieder in Kontakt bist, wo sich so eine intensive Verbindung aufgebaut hat? Ja, also ich habe schon meine zentralen Wesen, also das ist mein Schutzengel, das ist der Erzengel Gabriel. Dann als Geistführer liebe ich sehr Saint-Germain, weil er ist derjenige, der pusht und sagt jetzt, komm mal in die Gänge, oder? Und wer noch im Augenblick bei mir ist, ist, den ich durch meinen Mann kennenlernen durfte, Plato. Der war plötzlich mal da in seiner Kutte, in diesem besonderen Gewand. Ja, du siehst ihn dann auch, ja? Hin und wieder, darf ich sie wirklich sehen, damit ich auch weiß, mit wem ich es zu tun habe. Ja. Dann stellen sie sich so vor, wie sie auch im Internet zu finden sind. Ja, das sind so im Augenblick meine drei Wesenheiten. Schön. Und gerade Plato, das fasziniert mich jetzt auch. Ich habe ein bisschen Philosophie studiert und so und fand Plato immer super. Gibt es da etwas, was dir im Gedächtnis geblieben ist, eine der zentralen Botschaften, was er so erzählt, vermittelt? Plato geht jetzt wirklich etwas mehr auf die Zukunft ein. Und gerade auch die Politik, wobei ich Politik gar keine Ahnung habe. Ich auch nicht. Auch nicht. Aber er nimmt dadurch den Menschen die Angst, den Druck, die Sorgen, was kommt denn da? Und Plato zeigt mir immer wieder auf, dass im Hintergrund sich ganz, ganz viel tut, wo man nicht in den Medien sehen kann. Ja.
Und wenn man das dann weiß oder ich das auch den anderen Menschen weitergeben darf, ist das für mich etwas Besonderes. Und Plato freut sich auch, weil dann darf er eben mal kundtun, hey, diese Angst, du brauchst nicht so viel Angst haben, weil da arbeitet es im Hintergrund. Das ist auch oft beruhigend. Sehr schön. Und ist er vermutlich vielleicht ja auch Geistführer von einigen Politikern? Kam da mal sowas rüber? Also wirkt er wirkt ja wahrscheinlich auf vielerlei Weise. Und vielen ist es wahrscheinlich gar nicht bewusst. Ja, ja, genau. Also bei den bekannten Politikern habe ich jetzt ihn noch nicht gesehen oder solche andere Wesen, sondern eher mehr bei den Menschen, die auch da etwas im Hintergrund tätig sind. Okay. Denn da sind mehrere im Hintergrund tätig, ganz vorne stehen nur zwei, drei. Und im Hintergrund, eher speziell, habe ich bei keinem einzelnen Menschen gesehen, aber besondere Wesenheiten bei einzelnen Menschen sehr wohl. Okay, das schon, das schon. Und Sascha Ma interessiert mich auch nochmal. Das war ja ursprünglich ein faszinierender Person, ich glaube, aus dem 18. Jahrhundert. Und da lebte er ja schon länger als üblich. Und er wird jetzt oft zitiert. Ich glaube, der violette Strahl ist mit ihm in Verbindung. Was ist so seine Qualität und seine Botschaft? Wann hilft es, sich mit Sascha Ma zu verbinden? Du hast schon erwähnt, so in die eigene Kraft kommen wahrscheinlich. Saint-Germain hat mir sehr geholfen im Punkto Manifestieren. Einfach lernen, sich selber mehr, also sich selber mehr wert zu sein, ja, auch im Punkto Geld, auch im Punkto Luxus, weil auch Saint-Germain liebte den Luxus. Es geht nur darum, wie gehe ich damit um. Ja. Also nicht, dass ich sage, ich habe mehr Geld, ich bin was Besseres als wie du oder du, sondern es genießen können, diesen Luxus. Und wenn man da oder dort zu viel hat, dass man das auch weitergeben kann. Beschenken andere Menschen. Saint-Germain hat mich sehr gelehrt in puncto bewusstes Manifestieren und meinen Selbstwert immer peu à peu ein bisschen nach oben zu schrauben. Im Bodenständigen trotzdem zu bleiben. Also wenn ich irgendwo mal überheblich war, dann bin ich schnell mal irgendwo auf die Nase gefallen. Im positiven Sinne, habe wieder was daraus gelernt. Er hat mir auch wieder auf die Füße geholfen. Also da ist Saint-Germain super, schön, was das anbelangt. Doch. Wenn man so medial arbeitet wie du, das ist ja eine spezielle Tätigkeit, brauchst du dann eine andere Art von Erdung? Musst du ein bisschen noch mehr auf deinen Körper achten? Meditierst du? Wie sieht so dein Alltag aus, dein Leben, damit diese Arbeit weiter gut in guter Qualität vonstatten gehen kann? Geschieht es sowieso oder musst du da schon einiges dafür tun? Das würde mich interessieren. Ja, muss man schon ein bisschen was dafür tun. Und auch da hat mir Saint-Germain sehr geholfen. Punkto Körper wertschätzen, den Körper sauber halten. Also ich reinige nicht nur mit violettem Licht, sondern auch, ich achte sehr auf den Darm. Was esse ich, wann, wie viel? Das Essen ist auch so ein Thema bei vielen Menschen. Ich habe auch viele Arten von Essen, Essmöglichkeiten, also vegan, vegetarisch, was es da alles gibt, bis ich meinen Weg gefunden habe, was wirklich zu mir passt. Meditieren tue ich jeden Tag, mal mehr, mal weniger. Sport ist absolut das meine. Bewegung auch wichtig, sowieso. Ja, total. Aber so dreimal in der Woche, ich liebe meinen Ausdauersport, weil das befreit meinen Geist. Da werde ich so richtig klar, da bekomme ich viele Inputs. Und Schlaf ist mir auch sehr wichtig, damit der Körper die Zeit hat, sich zu erholen, zu regenerieren. Aber ansonsten würde ich auch sagen, bin ich ein Genussmensch. Also ich liebe meine Schokolade, absolut, auch meinen Kaffee. Kaffee. Oh. Also da genieße ich schon das eine oder andere, wo jemand vielleicht sagt, das sollte man nicht. Wenn ich das Wort höre, das sollte man nicht, dann schränkt man sich ein. Man darf ruhig probieren. Also deswegen bleibt oder ist man trotzdem medial. Im Medialen braucht es eine gewisse Disziplin, aber auch eine gewisse Lockerheit. Das ist ganz wichtig. Ja. Und wenn du jetzt medial arbeitest, wenn du sozusagen zum Beispiel du drehst diese Videos und dann merkst du, die geistige Welt meldet sich,
Ist es dann ein automatisches Umswitchen? Braucht es dann eine besondere Konzentration? Oder geschieht es mittlerweile in einer so großen Leichtigkeit, dass es einfach nur ein woanders hinblicken ist? Wie würdest du es beschreiben? Die Veränderung deines Bewusstseins, wenn du medial arbeitest. Früher musste ich mich wirklich sehr darauf konzentrieren, um sie zu hören, um sie überhaupt wahrzunehmen. Und dann habe ich gespürt, wie die Energie so an mich rantrat. Mhm. Mit der Zeit ging dann die Energie mehr in mich rein und ich konnte sie besser hören, besser channeln. Jetzt hat sich das noch einmal vereinfacht. Ich schließe immer meine Augen, damit ich mich besser konzentrieren kann, aber es passiert. Mhm. Ich brauche nur das Ja-Wort dazu geben, mhm. geerdet. Ja, da hast du auch noch was Wichtiges angesprochen. Ich erde mich vorher immer. Das mache ich schon ganz automatisch. Aber da muss ich nur meine Augen schließen und es geht schon los. Also das funktioniert ja. viel einfacher als noch vor 5, 6 Jahren. Mhm. Mhm. Und wie erdest du dich? Hast du da so Tipps, was man tun kann, um sich gut zu erden? Früher waren es meine Wurzeln, die aus den Fußsohlen gekommen mhm. sind. Also ich habe mir das vorgestellt, wie die in die Erde wachsen und sich dort verästeln. Und jetzt sind es Lichtstrahlen. Mhm. Also das verändert sich. Wenn sich der Mensch verändert, das Bewusstsein des Menschen verändert, dann kann es auch sein, dass wichtige Dinge wie die Erdung sich mit der Zeit verändert. Mhm. Ja. Also Lichtstrahlen, ich sehe das dann, dass die zum Vorschein kommen. Ich muss es nicht mehr selber tun. Mhm. Ja, es geschieht. Mhm. Mhm. Und die Erde selber, vielleicht hat es auch damit zu tun, verändert sich die Erde im Moment eigentlich auch, dass die Verbindung zur Erde so vielleicht sogar leichter geworden ist? Tut sich da auch viel? Erlebt auch die Erde so eine Wendezeit? Was ist so dein Gefühl oder was sind das für Informationen schon durchgekommen? Auch ein interessantes Thema, ja. Die Erde, die spüre ich in den letzten Tagen oder letzten 7 Tagen wirklich mhm. viel, viel intensiver. Wow, okay. Ich sitze morgen immer draußen, genieße draußen meinen Kaffee, auch im Winter. Dann ziehe ich mich halt dementsprechend an. Aber in letzter Zeit spüre ich die Gaia, so nenne ich sie, mhm. dass sie mir Energie sendet. Also mhm. das kommt dann richtig von unten durch die Fußsohlen, geht durch meinen Körper und nach oben raus. Das ist so ein Geborgenheitsgefühl, das sie mir da schickt. Und ich habe so das Gefühl, dass die Gaia uns Menschen auch mitteilen mag, ich öffne mich und so öffnet ihr Menschen euch mit mir mit. Bei den einen mehr, mhm. bei den anderen weniger, aber sie unterstützt uns enorm in puncto Geborgenheit und auch mehr Vertrauen mhm. in sich zu gewinnen. Ja. Mhm. Wenn jetzt uns Menschen zuhören und auch so im Herzen fühlen, wow, ja, das ist wunderbar. Ich will auch noch mehr mich öffnen, noch mehr Vertrauen finden. Ich will noch mehr mich auf den Weg begeben, mit der geistigen Welt in Verbindung zu sein. Kommen da spontan Worte, die unterstützen von dir oder von der geistigen Welt? Mhm. Gerade jetzt, das ist eine ganz spontane Frage. Ja. Also wenn es für dich okay ist, dann mache ich ein kurzes Channeling. Sehr, sehr gerne. Ich schließe dabei halt meine Augen, mhm. weil ich liebe es, mit den Menschen in Augenkontakt zu sein. Wunderbar. Aber ich muss ja. sie kurz schließen. Okay, alles okay? klar. Ich freue okay. mich drauf. Ja, wunderbar. Gut, dann schauen wir mal, wer etwas erzählen möchte. Okay, ja, dann bitte ich dich zu mir. Auf diesem Wege möchte ich mich recht, recht herzlich bedanken, weil auch ich mich eingeladen habe. Ich habe mir erlaubt, mich auf diesem Weg kundzutun. Ich bin einer der aufgestiegenen Meister. Mein Name ist Saint-Germain. Und was ganz besonders ist, was ich bei den Menschen entdecken darf, ist, dass sie mehr Vertrauen bekommen, allein schon, weil der Wunsch da ist. Ihr Menschen glaubt immer, was kann ich mehr dazu tun, was soll ich da mehr dazu tun, sondern
Die Wunschäußerung ist schon von großer Wichtigkeit und Bedeutung, denn wenn du dich öffnest durch diesen Wunsch, weiß deine geistige Begleitung, was so deine nächsten Schritte sein könnten. Und sie weisen dich darauf hin, ganz sanft und stets in Liebe, denn du entscheidest, was du tun möchtest. Der freie Wille des Menschen geht stets vor, doch in der Zukunft oder auch schon im Jetzt brauchst du nicht unbedingt so viel dazu tun. Verändere deine Gedankenmuster, lerne die Leichtigkeit in dir Einkehr halten darf. Und ich, Saint-Germain, bin derjenige, der manchmal etwas direkt ist und auch manchmal den Menschen ganz bewusst in das kalte Wasser schubst. Doch du kannst schwimmen. Auch wenn du als Mensch nicht schwimmen kannst, du kannst schwimmen, du kannst mit jeder Situation umgehen, wenn du deine Wünsche äußerst. Viele Menschen wissen gar nicht, was sie wollen. Was sind meine Wünsche? Wie kannst du denn diese entdecken, deine Wünsche? Indem du wieder lernst zu träumen. Indem du dich einfach hinsetzt und vielleicht sanfte Musik hörst und beginnst zu träumen. Als Kind konntest du es, als Kind hattest du deine Fantasien, so entdecke sie erneut und entdecke Freude darin und du wirst merken, dass dein Herz aufgeht, du wirst merken, dass Wünsche da sind und dann brauchst du oft gar nicht viel dazu beitragen. Und die geistige Begleitung darf in dieser Zeit mehr denn je tun, weil die Schwingung sich stets erhöht und die geistige Welt dadurch leichter das eine oder andere dir bringen darf, das du nötig benötigst, um deine Not zu verändern. Vajusohe, danke, dass ich dieses mitteilen durfte. Dankeschön, Vajusohe. Wow. Wow. Ja, Saint-Germain ist ein bisschen intensiv. Da wird mir immer gleich warm. Und nicht nur ums Herz, sondern am ganzen Körper. Also, ja. Also eine unglaublich kraftvolle, liebevolle Energie. Sofort spürbar auch. Ja? Also, wow, ja. Schön, schön. Toll. Danke, Saint-Germain. Danke dir. Dankeschön. Ja, wunderbar. Ja. Das heißt, wir dürfen hoffen und... Ich glaube, auch das Miteinander ist so wichtig, dass wir gerade erst wieder lernen, uns gegenseitig zu unterstützen. Nicht nur miteinander mit der geistigen Welt, sondern auch mehr miteinander wieder den Weg zu gehen, oder? Mhm. Ja. Darum finde ich auch dass deine Arbeit so wunderbar. Mhm. Die verschiedenen Menschen, die sich kennenlernen, die sich auf deinem Kanal finden, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und da ist das Zusammensein von großer Wichtigkeit und Bedeutung in der Zukunft. Wie auch jetzt. Absolut, ja. Mhm. Ja. Ich würde sagen, wunderbar. Das ist ein schönes, wow, ja, Herz geht auf. Ich danke dir sehr. Sehr, sehr Dankeschön. Schönes Gespräch. Danke. Alles Gute dir. Ich freue mich, weiterhin schöne Sachen von dir zu hören. Danke für die Begegnung. Vielen Dank, Thomas. Dankeschön. Ja. Ihr Lieben, wow, berührend, oder? Alles Liebe euch. Also, Vertrauen, Mut, dem Herzen folgen.